So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Tales, die verfluchte Braut. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Die Katze ist süß. Ah, hier ist die Anleitung für den Ofen. Feuer machen und dann ist der Ofen gut. Das hätte ich auch alleine hinbekommen. Warte mal, war da hier was zu mitnehmen? Ne, es war nur der. Falsche Taste. Hier war der Alchemietisch. Okay, das ist ein großer Tisch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir Kräuter suchen. Es ist zu dunkel. Achso, das wäre das. Haben Auge. Will er nicht. Hatten wir hier drin einen Raben? Ich brauche beide Augen, ja. Fallen aufgestellt, sehr gut. Der Schlamm ist voller Abdrücke. Ist es möglich, dass das der Bär war? Die Bienen beschützen ihren Bienenstock. Okay, wir brauchen also Rauch. Dieser Baumstumpf sieht sehr alt aus. Er ist halb verrottet. Eine Fee. Eine schlafende Fee. Der Regen hat die Fährte unkenntlich gemacht. Ich kann nicht erkennen, wohin sie führt. Ich schon. Da, wo die Zähne sind und da, wo die Klauen sind, ist meistens vorne. Die ist neu. Ah, sie schläft gar nicht. Myla, Geist der Zeit, Hüterin der Erinnerung. Okay. Okay, da sind wir wieder bei dem Baumstamm. Nach links. Oh, Blumengrapschen. Oder Hagebutten. Gut. Dann einmal alles abklicken. Nach links oder nach rechts? Nach links. I could wander around for days if I don't find some directions. This forest is just too vast. I need to know what I'm looking for. I could wander around for days if I don't find some directions. Ja, aber du merkst schon, dass sich das hier verändert, ne? Du kannst es dir gut an den Steinen merken. Steine müssen größer, kleiner, anders werden. Ja, gut. Wir finden hier nichts. This forest is just too vast. Da. This is no time for guesswork. I need to know exactly where I'm going. Keine Zeit zum Schätzen, sagt sie. Nee. Das will doch niemand. Bärenklau, Bärenkorn, Bärenmohn, Honig. Ein Abdruck. Also, wir haben ein Viertel des Rezepts. Ich nehme an, wir haben das leichteste Viertel. Einfach alles mitnehmen.
Schaufel, Streichhölzer und ein Blasebalg. Es fehlen noch Glut, Zündholz oder Späne. Okay. That's better. Und Glut ist sehr heiß. Ja, dann nimm mit. Zum Anfachen. Ich habe nichts zum Anfachen. So. Also. Die Pilze von dem zerfallenen Baumstamm sollen da rein. Das kann ich. Holzspäne. Sehr schön. Du müsstest jetzt eigentlich hinschreiben, modrige, nasse Holzspäne, aber das wird wahrscheinlich nicht gut riechen. Und jetzt? Räucherapparat, okay. Das ist eine coole Idee. Sehr gut. Ich habe doch gesagt, das Ding ist nicht sehr effizient. Die Hälfte des Honigs ist hier, die andere Hälfte hier. So, das heißt, uns fehlt nur noch der Abdruck. Ah, hier ist die Auflistung, wie wir das hätten machen sollen. Oder wie wir... Nochmal. Das ist das Pulver. Können wir und den Wachsabdruck der Spur, okay.
Natürlich haben wir die Räucherkanne weggeschmissen. Sondern das Einzige, was hier heiß genug ist, um das Wachs zu schmelzen, ist das. So viel Wachs war das nicht. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee. So, mit Mengenverhältnis habt ihr das nicht so, ne? Aber ist okay. Wir sind ja jetzt nicht so. Ich muss zunächst die Kerze hier anzünden. Ah, diesmal haben wir auch so ein Reibteil dabei. Eine Mühle. Na, wenn die mal nicht hier drin ist. Ja, die kennen wir schon. Ah, finde und verwende die Objekte. Die Schale ist nicht zu hart für das Eichhörnchen. Was ist das? Nussknackerkopf, okay. Hey. Dieses Eichhörnchen. Jetzt haben wir nicht Schlüssel für irgendwas. Okay. Da zoomt er ausnahmsweise mal nicht dran. Der Bär. Ich brauche ein besseres Werkzeug zum Schneiden als ein Messer. Der Siegelring hat ein seltsames... Woher weißt du, dass das ein Siegelring ist? Egal. Ist der Siegelring also hierfür? Ja gut, dann so. Okay, das ist immer wieder das. Ja. Ich brauche einen Seitenschneider für hier, dann brauche ich die Zange für hier. Umriss einer Libelle. Ich brauche eine Libelle. Ja. Ach, hier hängt sie ja. Schneid sie los, aber fangen sie nicht auf. Ah, jetzt ist da nichts mehr, okay. Mehr will er nicht hergeben. Warum auch immer man die Kurbel in scheinbar Säure einlegt. Das war ein schön sinnvolles Wimmelbild.
Der Honig ist so heiß, so kann ich ihn nicht aufheben. Na, jetzt soll ich die hämmern. Hey, ich will den anderen Honig. Nee. Nee, mehr nicht. Von einem zwei Löffel, ne? Von einem, nee, von einem drei Löffel, okay. Wir hatten bis jetzt noch well drei. Done, my dear. Your natural talent. I wonder. Have we met before? You look familiar. Never mind. You should go into the forest now. Sprinkle this powder over the ground. It should reveal the trail you're after. My kitty will go with you. It likes you and might be of some assistance. I'm afraid I can't do much else for you. Good luck, dear. I hope you find your sister. Hallo, Katze. Go and find your sister. And be careful. A bear is a brutal animal. Amazing! This sparkling powder reveals the bear's trail, which has been washed by the rain. Eigentlich müssten wir hier lang gehen. Einfach weil es Schlucht. That must be Castle Hogwarts. It's been abandoned for some time. Mache das Versteck des Bären ausfindig. Haben wir abgeschlossen. Dam, dam, dam. Und ich würde mal sagen, ich mache hier so lange mal eine Aufnahmepause. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.